Hallo Leute und willkommen zurück zu World of Tanks und mit richtiger Musik diesmal. Nee, ich hoffe, dass es diesmal wieder ein bisschen, dass es diesmal wirklich ein bisschen besser ist. Also, es ist immer noch ein bisschen zu laut. Ich verstehe das nicht. Ja, na gut, dann machen wir heute mal wieder mit der KV2 weiter. Ja, das ist es ja eben, ne? Man sagt sich immer, ne, den Panzer will ich jetzt behalten und so weiter. Ja, aber dann will man halt den nächsten Panzer kaufen und braucht wirklich reale Jahre, um das Geld dafür zusammenzukriegen. Mit Premium-Account, wohlgemerkt. Nee, also da müsste wirklich unbedingt mal was dran getan werden. Weil ich habe das jetzt wirklich mal verglichen. Also, sagen wir mal, ich fahre jetzt ein Tier 3. Schieße ein bis zwei Gegnerfahrzeuge ab, scoute ein bis zwei Gegnerfahrzeuge und kriege am Ende, wenn ich siege, mein Fahrzeug nicht zerstört wurde, kriege ich 20.000 raus, sagen wir mal. Oder 20.000 netto. Ja, ja, dann fahre ich ein Tier 8. Mach genau dasselbe. Heißt, ich schieße zwei Gegnerfahrzeuge ab, scoute zwei Fahrzeuge, werde nicht zerstört und verdiene auch nur knapp über 25.000. Also da kann ja irgendwas nicht stimmen. Also das müssten sie wirklich mal extremst anpassen. Ne, was man in den höheren Tiers verdient. Weil in den höheren Tiers hat man auch erhöhte Ausgaben. Und das verdient... Nee, also teilweise hat man das überhaupt nicht ausgeglichen. Ist jedenfalls bei mir so, also momentan kann ich höhere Tiers nur fahren, wenn ich Premium-Account habe. Und das ist bescheuert, sowas. Ach ja. Ach, ja, und wo ich halt auch mal drauf zurückkommen wollte... ja, ich habe doch auch schon mal hier das mit den persönlichen Aufträgen angesprochen und so weiter, ne? Ja, ich finde es trotzdem, ich weiß ja nicht, was Wargaming unter persönlich versteht. Weil momentan haben sie nämlich den Panzerjägerauftrag, jedenfalls einer davon, dass man in einen Zug aus mehreren Leuten, also minimal zwei Leuten, denke ich mal, wieder ganz alleine sehe ich. Minimal zwei Leuten aus einem Zug. Ja, Junge, blockier mich, dass ich mich nicht drehen kann. Schönen Dank auch. Aus einem Zug. Ja, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Da ist nämlich schon der erste. Und ich kriege meine Kanone nicht hoch. Mach auch. Ja, und wenn gleich keiner zur Unterstützung hier auf meiner Seite mitkommt, dann bin ich sowieso platt. Es kommt auch keiner zur Unterstützung auf meine Seite, das war's. Uff. Ja, Schwachköppe, was ihr seid. Kein kleines bisschen Unterstützung von niemandem. Nicht von meinen Kollegen, die rechts neben mir stehen und gar nichts abschießen können, so wie die da stehen. Beziehungsweise nichts von der Artillerie. Gar nichts. Also, nee. Sowas ist totaler Schwachsinn. Ja,
Mal gucken. Vielleicht bleiben wir auch heute bei den großen Fahrzeugen. Nee, also wirklich eher gesagt, könnt ihr euch nächste Woche auf jeden Fall drauf freuen. Es sind, ich habe jetzt einige neue Fahrzeuge bei War Thunder Tanks auf jeden Fall drinne. Und ja, ich finde die schon nicht, ich finde die schon ziemlich gut. Nee, aber trotzdem meine Rede, also War Thunder Tanks holt ja World of Tanks immer mehr ein. Also wird auch bald World of Tanks komplett ablösen. Das ist nicht nur meine Meinung, das ist wirklich meine Meinung, also das ist auch Tatsache so. Ja, das sind zwar zwei unterschiedliche Spiele, aber ja. Los geht's! Also, wie ich die ganze Zeit schon sage, also World of Tanks entwickelt sich immer mehr zu einem Frustspiel, was bald schon nicht mehr spielbar ist. Weil keine neuen Spieler in dem Sinne mehr reinkommen, wie ich das schon angesprochen habe. Also mich als neuen Spieler, der World of Tanks noch gar nicht kennt, würde dieses Spiel überhaupt nicht reizen. Ne? Andauernd so einen Frust zu haben. Und gar nicht voranzukommen in dem Sinne. Ne, also mich würde dieses Spiel überhaupt nicht reizen. Dass da dieses Spiel hier mehr Ärger macht, als es überhaupt Spaß macht. Ja, ist klar, Jungs. Ja, und ich sage es immer wieder, ein Hoch auf die bekloppte Wix-Abweichung. Die sonst so genaue ISU 152 schießt daneben. Ja, Jungs, ist klar. Und nochmal! Ja, schön so! Freut euch darüber, World of Tanks, was ihr hier für eine verfickte Drecksscheiße angerichtet habt. Dass die Panzer mal so ein bisschen rumkommen. Na. Und wenn mir meine Kollegen andauernd in die Quere kommen, kann ich auch nicht schießen. Ja, und schon wieder die dritte Schuss an die gleiche Stelle. Das gibt's nicht. Wie hoch soll ich noch ziehen? So hoch, damit die Kugel trifft? Gibt's doch nicht sowas. Den Schuss riskiere ich nicht, da es sowieso daneben geht. Nicht so schieße. Ja, ist klar. Ist ja nur ein Durchschlag von 200. Ja. Wie ich schon sage, dieses Spiel kotzt mich immer mehr an. Ah, wir sind so ziemlich durch, hoffe ich. Oh Mann, naja. Auf der anderen Seite sind sie auch so ziemlich durch. Wie immer. Ist doch nicht wahr sowas, ey. Wirklich jetzt. Das wird immer verrückter mit diesen Game, ey. Kloppt das scheiß RPGR-Scheiß hier. Das riecht mich immer mehr auf, ey. Das Drecksystem meint, ja, heute kommst du nicht durch.
würde mich nicht wundern, wenn der mich da unten trifft. Naja. Und so kann man auch ein Spiel gewinnen. Ach ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ach, genügend. Tja, die KV2 ist immer noch nicht zurück. Naja. Ja, dann zeige ich euch heute mal wieder eine... Mal wieder eine Runde mit der SU-100Y, die wir jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt haben. Da habe ich ja wenigstens eine einigermaßen vernünftig ausgebildete Crew jetzt drin. Dadurch, dass ich da andauernd hin und her wechsle zwischen ISU-152. Ja, wie ich das halt schon mal erwähnt habe. Premium-Panzer, da müsste er sich ja nicht umschulen. So war das richtige Wort. Wir verlieren dadurch auch keine Punkte. Ja, da könnt ihr auch schon ein bisschen Unterschied sehen. Ich habe mal versucht, ob ich mit der Brandmunition mal vernünftig irgendwas reißen kann. Ne? Aber hält sich in Grenzen, weil die meisten schweren Panzer, die haben, was weiß ich, Splitterschutz drauf oder keine Ahnung. Ja, da habe ich teilweise gehabt, da habe ich nur 85 Schaden gemacht. Vom mittleren Schaden 580. Legen wir los. Oh, nee. Da komme ich dann wirklich besser durch, wenn ich hier mit Panzerbrechen schieße. Macht mehr Schaden. Gut, aber ich habe es auch schon oft genug gehabt, da habe ich einen leichten Panzer mit einem Schuss rausgeholt. Ne? Mal eben so 880 Schaden gemacht. Oder sogar 900. Ja. Ich sehe das schon wieder. Leute, will denn mal keiner in die Stadt? Tja. Ja, so viel dazu. Und der Next Lemming Team. Ich fahre auf keinen Fall alleine in die Stadt. Das wird euch mal schön abschminken. Da die SU ja sowieso so leicht gepanzert ist. Ach Mensch. Ja, das wird auch jetzt schon wieder nichts. Eine Artillerie drauf kriegen, wenn ich aufpasse. Ja, aber ich weiß jedenfalls, ich könnte es ja wahrscheinlich auch schon sehen, da ist kaum Gegenwehr. Ja, die kommen gleich alle durch die Stadt. Wie immer. Ja, ich habe jetzt hier auch leider kein Periskop drin, ne? Damit ich halt so weiter gucken kann. Ich kann ja nur eine zusätzliche Ausrüstung hier reinbauen. Na, weil ich ja nur einen Platz frei habe, dadurch, dass ich halt Ansetzer und was war das? Richtantrieb drin habe.
kommen hier lang. Also das glaube ich nicht, dass hier keiner lang kommt. Das glaube ich nicht. Das würde mich schon ziemlich wundern. Und die ganzen leichten Panzer und so weiter sind noch gar nicht gesehen worden. Ja, Junge, fahr doch mal mit deiner Artillerie weiter zurück da. Mann. Ja, das war ja auch Dummheit von der Artillerie, ne? Dass die sich so weit vorgewagt hat. Da kann ich auch nichts für. Abgeprallt, ey. Leute! Hilfe! Ja, ich krieg auch keine Unterstützung von meinen Leuten, ne? Schwachsinn sowas. Ja, weiter so. Bekloppten kleinen Wichser, was ihr seid. Was für ein Drecksteam, ey. Ja, da will ich mal hoffen, dass du jetzt eine richtig schön fette Minusrunde dadurch kriegst. Mit deinem Goldgeschieße. Na, ja, dich habe ich nicht gemeint. Ich habe den VK-Wichser gemeint. Naja. Ne, es riecht mich einfach nur auf, ne? Also du kannst 50 Mal um Hilfe rufen. Reagiert da irgendeiner drauf? In meinen Fällen, nein. Kein Stück. Obwohl, dass ich überhaupt so viele Schüsse ausgehalten habe. Naja, gut. Ja, das wäre dann auch schon mittlerweile, denke ich mal, ja, mittlerweile die dritte Folge für diese Woche. Dann gibt es jetzt noch eine Folge. Oh, sorry, Leute. Ja, trotzdem, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Ja, über Daumen, Kommentare würde ich mich trotzdem sehr freuen. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommis schreiben, was ihr momentan von WoT überhaupt haltet. Also, ne, das kann ja nicht nur mir so gehen. Dass man so ein Pech hat in diesem Spiel. Also, das ist schon kein Pech mehr, das ist wirklich schon gewollt. Schreibt mir mal ruhig in die Kommentare. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.